Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute auch die Shadow Hype Night zocken. Und es gibt sogar wieder neue Turniere. Irgendein Hype Night Plus muss ich mir mal nachher anschauen. Wird da wahrscheinlich auch von 17 bis 20 Uhr sein. Genau. So, mal schauen, welche wir dann von den vier spielen. Ja, das wird dann heute Abend wahrscheinlich ab 16 Uhr ungefähr wird dann der Livestream starten und heute kommen auch die Deadpool Challenges raus, dazu wird natürlich auch noch ein Video folgen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings erstmal den Item Shop an und heute haben wir die ganzen Skins. Damals gab es ja noch keine Stile, das heißt man musste sich für sozusagen jeden Stil einen einzelnen Skin kaufen. Hier hat man einfach für die ganzen verschiedenen Länder verschiedene Kleidung. Ist aber im Prinzip immer genau der gleiche Skin. Wie gesagt, nur mit anderen Farben. Gibt es natürlich auch in der weiblichen Version. Mit genau den gleichen Flaggen. Dann haben wir als nächstes den Flink-Skin. Der kam ja zum chinesischen Neujahr raus. In China konnte, also in der chinesischen Fortnite-Version konnte man den, glaube ich, sogar gratis bekommen. Dazu gibt es dann die Glücksäxte und die Stahlraster-Lackierung. Dann haben wir die Volleymeisterin, dann den Verge-Skin, die Shishu-Spitzhacke, dann die schöne Sternchen-Lackierung, die ist auch wieder reaktiv und sogar animiert. Steht jetzt zwar hier nicht bei, aber hier sieht man es ja, auch wenn man nicht schießt, hat er so Sternschnuppen. Und beim Schuss kommen dann so richtig viele Sterne darüber geflogen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, eigentlich diese reaktiven, animierten Lackierungen. Dann aber als nächstes Electro Swing. Und dann noch Hüftschwung. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.